Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamzeit. Es ist jetzt schon eine Weile her, seit den Ereignissen im Zeitturm, aber Itoshki verkraftet es immer noch nicht. War Itoshki! Du warst so lange weg! Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Was ist los? Idiza! Idiza! Was ist denn los? Ja, das war's also. Das Ende von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Und ich hoffe wirklich, es hat euch genauso viel Freude gemacht zuzuschauen, wie es mir Freude gemacht hat, das Spiel zu spielen. Ich habe es jetzt schon zum dritten Mal gespielt, das Spiel. Und es macht mir immer noch so viel Spaß wie beim ersten Mal. Und wirklich jeder, der diesem Spiel in einem Review eine schlechte Bewertung gegeben hat, dem sollte man mal ordentlich auf die Finger kloppen. Ja, geht doch euer GTA oder euren 500. Ego-Shooter spielen. Wenn das nicht eure Spiele sind, ist ja eine Sache. Aber wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann hört auf, eure Meinung dazu zu sagen. Dann bringt es nämlich überhaupt nichts. Was ich einfach sagen kann, Mystery Dungeon ist ein. Der zweite Teil Mystery Dungeon 2, Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit und Himmel, sind alles drei wirklich sehr schöne Spiele. Mit einer sehr schönen Story. Sehr schöne Musik, tollen Charakteren und es macht einfach nur viel Spaß. Und da gibt es auch so viele kleine Verbesserungen im Vergleich zum ersten Teil. Ich kann es also jedem nur empfehlen, das Spiel selber zu spielen. Und bitte, ladet es nicht runter. Kauft euch dieses Spiel. Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit sind momentan spottbillig zu bekommen für 10 Euro, wenn ihr richtig guckt. Und wer ein bisschen mehr auf den Tisch legt, der bekommt Erkundungsteam im Himmel mit ein bisschen mehr Extramaterial wie Bonus-Episoden. Also, wenn ihr wirklich Pokémon-Fan seid, dann würde ich sagen, geht direkt zu Erkundungsteam im Himmel. Da habt ihr dann gleich das volle Paket. Und hier der besondere Dank an alle diese tollen Leute und Firmen und was auch immer. Ihr habt wirklich ein tolles Spiel abgeliefert. Und ach schon, geht noch eine Weile. Und da, Ken Sugimori, der die ganzen tollen Pokémon-Bilder zeichnet. Und auch andere Leute haben wirklich nette Artworks zu diesem Spiel gezeichnet. Es gibt ja auch zum zweiten Mystery Dungeon-Teil einen Manga, der leider bisher nur auf Japanisch erhältlich ist, was eine Schande ist. Also zumindest eine englische Version sollte es irgendwann mal geben. Und die europäische Lokalisation. Und hier, deutsche Übersetzung. Vielen Dank an diese vier Leute. Ihr habt das Spiel wirklich toll übersetzt. Tja, jetzt kann ich wirklich nicht mehr viel sagen. Der Abspann geht jetzt auch, glaube ich, eine ganze Weile weiter. Ich kann es nur mal wieder betonen. Holt euch Mystery Dungeon. Mystery Dungeon 2. Meinetwegen auch den ersten Teil. Auch wenn ich den zweiten Teil bei weitem bevorzuge. Der erste Teil ist auch nicht ganz zu verachten. Und wirklich, kauft das Spiel, unterstützt es, damit es irgendwann vielleicht ein Mystery Dungeon 3 geben wird. Vielleicht Mystery Dungeon 3, Erkundungsteam Schwarz und Weiß. Besonderen Dank an Game Freak. Ja, Game Freak, guckt euch mal was davon ab. Game Freak hat das Spiel ja nicht selber entwickelt, das ist ja von Chunsoft. Vor allem was Story, Charaktere und Emotionen angeht, könnt ihr hier noch eine ganze Menge lernen. Und jetzt sieht es aus, als ob wir uns langsam dem Ende nähern. Tja, Mystery Dungeon 2. Wirklich eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon-Spiele. Also hat mir viel, viel besser gefallen als Pokémon Diamant, Perle oder Platin, ganz ehrlich.
Aber von der Story her, von den Charakteren, von der Musik. Das war's also. Oder etwa nicht? Itoshki, als du von hier weggingst, als du diesen Ort auf dem Regenbogensteinschiff Lebewohl sagtest, dein Schmerz, ich fühlte ihn sogar hier, so intensiv war er. Und wenn du sogar jetzt noch so fühlst, und wenn Nagi diese Gefühle teilt, werde ich deinen Wunsch erfüllen. Die Welt braucht euch beide. Darum werde ich euch ein Geschenk machen. Ich übergebe euch die Zukunft. Dies ist mein Dank. Bitte nehmt ihn an. Hey, Toshki, guck mal! Kann das sein? Wieder zusammen vereint. Das ist also das Ende von Pokémon Mystery Dungeon 2. Zumindest das Ende von der ersten Storyhälfte. Es geht noch weiter, also, wir sehen uns wieder!